Hallo und ein teuflisches Willkommen zurück zu Lucius, der Sohn des Teufels. Wir haben wieder mal einen neuen Auftrag bekommen, glaube ich mal. Oder nee, haben wir noch gar nicht. Wir sind einfach jetzt wieder mal aufgewacht. Und mal schauen, wen wir jetzt wieder töten müssen. Oh, wir haben eine neue Nanny. Mal schauen, wie lang. So, dann gucke ich mal, wo wir jetzt wieder lang müssen. Wir müssen wieder mal die Treppen runterlaufen hier. Schauen wir mal, was uns wieder mal erwartet. Diese Lags hier sind ab und zu, also wundert euch nicht. Das liegt noch am Spiel, da kann ich leider noch nichts dagegen machen. Okay, wir müssen jetzt, ja, ich muss hier öfter mal auf die Map schauen. Ne, wir müssen wieder hoch, ich muss ja gar nicht runter, oder was? Ja, ich muss hier, ich muss ja gar nicht runter. Ich muss gar nicht runter, gut. Ich muss sogar noch weiter hoch, okay. Hier ist das Gästezimmer. Stinkende Socken. Wer hat seine Socken hier liegen lassen? Mann. Aber ich bin hier wieder falsch. Wo geht's denn hier bitte hoch? Hier? Nee. Oh, da haben wir gerade gesehen, wie sich das irgendwie aufgebaut hat. Warte mal, bin ich jetzt wirklich so doof? Geht's hier denn? Okay. Irgendwie hat das Spiel noch ein bisschen mit Bugs zu kämpfen, ja. So. Aber jetzt wird es wieder richtig angezeigt. Alles klar, wir sind jetzt nämlich in irgendeinem anderen Flügel des Hauses. Dieses blöde Haus ist auch wirklich riesig, muss ich sagen. Das Maul. Ich räume doch nicht mein Zimmer auf. Verriegelt. Okay, ich hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen, bis sie das Spiel patchen. Statt mir hier gleich loszulegen. Aber ja, kann man nichts machen. Muss man halt ein bisschen zurechtfinden, zurechtkommen damit. So, wenn nicht immer mir das hier falsch angezeigt worden wäre. Ja, ich meine, ich muss hier die Treppchen runter. Ja, ihr seht das, ja. Aber da wird irgendwie angezeigt, dass ich nach oben muss. Aber ich kann ja da nicht nach oben, ich kann ja nur unten. So, wenn ich hier wieder unten bin, will es wieder, dass ich hochgehe. Oh, Hallöchen. Also ich würde mal sagen, der muss als nächster dran glauben, oder wie? Hallo Lucius, du weißt, dass du nicht hier sein solltest. Oh, ich weiß es, aber mir ist es egal. Er arbeitet hier mit rohem Fleisch, er sollte mich irgendwie einmischen. Okay, dahinter ist eine Lampe. Ich glaube, diese Lampe ist nicht umsonst da. Ah, entdeckt. Spielende. Oh, also Spielende geht ziemlich flott, muss ich sagen. Okay, wir dürfen also nicht entdeckt werden. Wenn wir entdeckt werden, ist sofortiges Spielende. Ja, gut, das wissen wir jetzt auch. Jetzt muss ich da wieder runter zu dem Typen da, weil der muss als nächster dran glauben und er darf nie sehen, dass ich meine Fähigkeit verwende. Ich hätte mir nämlich gedacht, dass das nämlich gar keiner sehen kann, dass ich meine Fähigkeiten verwende, aber irgendwie sieht man das also doch. Gut, dann muss ich den halt jetzt hier so ein bisschen ablenken. Naja, das wissen wir schon. Das können wir das überspringen? Nein. Oh, jetzt sehe ich auch erst den Totenkopf. Na, da hinten irgendwie angezeigt worden ist. Okay, jetzt muss ich mich halt einfach hier hinstellen. Und dann das benutzen. Was zum Teufel? Ist denn diese Ich glaube, der Hausmeister hat gerade die Glühbirnen ausgewechselt. Suchst du bitte einfach neue Birnen für mich? Ich muss hier weiterarbeiten. Boah, ich habe eine Birne. Hier. Hey Lucius, suchst du bitte einfach neue Birnen für mich? Ich muss hier weiterarbeiten. Er ist oben auf die Säge geklettert. Jetzt ist meine Chance. Was kann ich denn jetzt machen? Ah, die Säge einschalten.
Warte mal, mit Telekinese natürlich. Oh yeah. Oh yeah, das wird schön. In die Hälfte gespalten. Holy fucking shit. Das ist besser als jeder Film. Das ist verdammt nochmal besser als jeder Film. Holy shit. Holy fucking shit. Die Lage hier ist absurd, Mr. Wagner. Und ich halte gerade das FBI zurück, eine Untersuchung zu starten. Ich stationiere einen Deputy beim Haus. Nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte mehr als nur Unfälle darin sehen, aber mir fällt kein Motiv ein. Ich weiß nicht, wie jemand damit hätte davonkommen können. Wir werden das aufklären. Betrachten Sie das Haus einfach als abgeriegelt, bis wir etwas finden. Es war kein schöner Anblick. Der Kopf war in zwei Teile zersägt und überall war Blut. Diese außergewöhnlichen Unfälle hielten mich nachts wach. Vier Tote in vier Monaten. Alles scheinbar Unfälle. Aber ich hatte meine Zweifel. Es gab keine klaren Verdächtigen. Keine Motive, keinen Grund, eine Untersuchung zu starten. An dem Punkt war ich mir nur einer Sache sicher. Es würde nicht aufhören. Damit hatte ich recht. Nach einem weiteren Monat wurden wir wieder zu dem Haus gerufen. Aber diesmal war es anders. Diesmal war es Mord. Ja, auch der Teufel braucht ein bisschen Abwechslung. Nur Unfälle sind langweilig, auch ein bisschen Mord. 15. Oktober 1972. Gesunde Ernährung. Ja, eine gesunde Ernährung ist natürlich sehr wichtig. Das solltet ihr wissen, liebe Kinder. Vor allem für kleine Kinder des Teufels ist eine gesunde Ernährung sehr wichtig. So, Jet. Es wurde noch ein Schwein geschlachtet. Okay. Das ist unsere Notiz, die wir hier haben. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal unten reinschauen. Oder besser gesagt, ich glaube, dieses Schwein, das geschlachtet wurde, war wohl er. So, dann schauen wir mal. Alistair braucht Hilfe. Wo ist denn Alistair? Wäre schön zu wissen, wo Alistair denn eigentlich ist. Sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Okay, die wird einfach unsichtbar so zwischendurch. Gott hab sie selig. Weißt du, ich habe heute draußen eine Krähe gesehen. Ich habe hier vorher noch nie eine gesehen. Das ist mein Freund, Willy. Wo ist Alistair? Sehe ich das vielleicht auf der Map? Ja, sehe ich auf der Map. Ah, habe mich verdrückt. So, dann schauen wir mal, was der gute Alistair denn braucht. Ein bisschen Hilfe zum Sterben vielleicht. Mal schauen. Okay, hier lang. Aber ich liebe das Spiel jetzt schon. Mir gefällt es wirklich sehr. Es ist zwar jetzt nicht wirklich so ein Top-Mega-Mega-Mega-Hammer-Game. Irgendwie Call of Duty, Mega-Explosion oder so Zeug. Aber genau deswegen gefällt es mir, weil es eben was total anderes ist, das es eigentlich so gar nicht gibt. So, hier geht's in die Lobby. Okay, und dann müssen wir von der Lobby hier nach oben durch diese Tür. Und dann sind wir hier. Und dann müssen wir von hier nach oben. Okay. Ich muss mich hier noch ein bisschen zurechtfinden. Ja, aber zum Glück gibt es eben eine Map, die es mir schön anzeigt, wo ich lang muss. Immerhin besser als irgendwelche Marker so in der Welt gesetzt. Oh, hallo. Das ist der Deputy, oder wie? Terrence. Okay, und wer bist du? Ich weiß nur, dass du als nächstes sterben musst. Was machst du? Ich bin beschäftigt und habe gerade keine Zeit für dich. Ich sehe, dass du keine Zeit hast, Agnes. Oberhausmädchen Agnes. Sie ist die gemeinste von allen. Ihre Todessünde, Völlerei, könnte sie vielleicht noch umbringen. Ich werde einen Weg finden, sie leiden zu lassen. Das heißt, sie isst also extrem gerne und betreibt Völlerei.
Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Also werde ich mal schauen, ob ich da irgendwas machen kann. Aha, Jovita und hungrig. Gut zu wissen. Also sie wartet auf ihr Essen. Werden wir mal dafür sorgen, dass es sein letztes Essen ist. Ich schätze mal, ich muss in die Küche. Die Küche ist aber hier nicht... wartet mal, kann ich hier runter? Da ist die Küche auch nicht. Hier ist die Küche natürlich. Muss ich vielleicht in der Küche irgendwas manipulieren und vergiften? Nee, hier kommt die hier. Die kommt ja schon mit dem Essen. Wieso kommst denn du schon? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Agnes wartet auf mich. Na, oh, toll. Jetzt kann ich sie nicht vergiften, oder was? Vielleicht gefällt dir irgendwas nicht. Am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hab sie selig. Hat sie das jetzt schon gefressen oder was? Warte, ich folge jetzt mal. Ich folge jetzt mal diesem Mädchen jetzt. Wo sie denn diesen Burger her hat. Und dann kann ich vielleicht den nächsten Burger vergiften oder so. Ich weiß ja nicht, wo die Küche ist. Ob sie in der Küche ist oder ob es hier vielleicht noch irgendwas anderes gibt. Deswegen folge ich mal der guten Dame hier. Aber ich schätze schon. Ich glaube, ich muss in die Küche. Ja. Gut, dann kann ich auch Gas geben hier. Ich weiß ja, wo sie ist. Ja, nicht. Passt schon. Ich brauche nicht deine Zeit. Hier weiß ich noch gar nicht. Nee, nee. Da muss ich auch gar nicht hin. Ich muss hier hoch. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Dann kenne ich mich wieder aus. Ah, ich verzück mich hier wieder. So, jetzt kenne ich mich. Oh, nee. Ich habe dir gesagt, das Zeug ist nichts für Kinder. Ich habe mich ein bisschen verlaufen hier. So. Ist ja auch ein verdammt riesengroßes Haus, muss ich schon sagen. Sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Halt doch mal den Mund, bitte. Hättest du was gelernt, dann wärst kein Zimmermädchen. So, hier dann. Ich schätze mal, ich muss einfach in der Küche irgendwas... So, Dining Room, hier ist die Küche. Ich bin mir sicher, dass ich hier irgendwas vergiften kann oder muss sogar. So, wo haben wir denn einen Burger von ihr? Vielleicht hier drin? Nee. Kann ich das gar nicht vergiften? Wäre doch eigentlich logisch, oder nicht? Essen vergiften wäre doch logisch. Wo zum Teufel ist der Burger? Irgendwo? Nee. Okay, also weiß ich nicht ganz, was ich machen muss. Also mein Plan wäre gewesen, hier in die Küche zu gehen und da dann natürlich was zu vergiften. Und dass ihr das dann isst und dann schaut es aus wie Mord und dann ist halt die Schuld, die ihr das Essen gegeben hat. Ja, so war eigentlich jetzt mein Plan. Aber wie es aussieht, ist dieser Plan leider nicht machbar. Oder vielleicht schon, aber nicht so, wie ich es gerade wollte. Also jetzt muss ich wieder mal schauen, wo das war. Als Maul. Ja, ich habe wirklich keine Zeit für dich. Ja, Agnes wartet auf mich. Ja, ich weiß, dass die auf dich wartet. Warte mal, soll ich hier vielleicht einfach folgen? Müssen die wieder hin? Müssen die hin? Da ist sie. Ich folge ihr jetzt mal. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen ein längerer Part wird. Ja, das ist wieder mal ein toller Fehler, wie sie unsichtbar wird. Schaut mal, jetzt wieder. So, mal gucken, ob sie jetzt vielleicht irgendwas zubereitet. Oder irgendwas holt. Am besten alles gleichzeitig. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hab sie selig. Na toll. Hey, Guapo. Ich habe jetzt wirklich... Ein Korb voller Brot. Sind die Brote also. Ich bräuchte aber etwas, um die Brote wahrscheinlich zu vergiften, aber woher bekomme ich das? Finde ich vielleicht irgendwo Rattengift oder so? Oder irgendwie was zum Vergiften halt eben? Was ist das hier eigentlich? Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Wo lagert man eigentlich Rattengift? Doch in einem Lagerraum, oder nicht? In einem Lagerraum, dass niemand da rankommt. Wo ist hier so ein Lagerraum? Oder denke ich hier vielleicht ganz falsch? Ich weiß nicht, ist es vielleicht da? Naja, also da ist mal auf alle Fälle das Brot. Ja. Aber vergiften kann ich es ja nicht. Womit denn? Geht ja nicht, ich habe nichts zum Vergiften. Okay, aber da holt sie immer das Brot. Gut, jetzt muss ich halt schauen, ob ich dass ich was finde, womit ich was vergiften kann. Ich muss einfach mal schauen. Ich werde mal kurz in... Ich laufe einfach rum und schaue selber nach. Okay, hier ist zu. Wir brauchen irgendeinen Weg, um sie zu vergiften. Okay, hier glaube ich vielleicht da. Ist doch so ein Dingsbums hier? Nee, da wird sowas nicht gehalten. Wo haltet ein normaler Mensch sowas wie Gift? Ich weiß es nicht, ich bin ja kein normaler Mensch. Oder hat vielleicht jemand irgendwelche... Vielleicht beim Hausmeister oder so? Ich schaue jetzt einfach überall nach. Was ist das hier? Eine Whiskyflasche. Okay. Wir haben eine Whiskyflasche. Gut. Das hilft mir aber niemanden zu vergiften. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um und dann werde ich schon was finden, denke ich mal. Also ich muss jetzt wieder mal zurück in den anderen Flügel da. Der ist hier drüben. Da geht es ja schön rüber. Ah, der hat das fallen lassen. Kann ich das aufheben? Nein. So, der ist hier. Genau, jetzt muss ich... Nee, warte mal. Genau. Sauber machen. Ja, tue ich am besten als gleichzeitig. Warte mal, ich schaue noch mal hier kurz nach hinten. Ich weiß nicht, wie ich sie denn töten könnte. Oh. Oh. Okay. Ja, wieder neues Inventar im Objekt. Gut, hier gibt es also dann nichts mehr. Machen wir hier schon wieder zu. Dann schauen wir, was es hier hinten noch gibt. Da gibt es ja auch noch irgendwelche Räume. Okay, was ist das hier? Aha. Haben wir hier vielleicht irgendwas rumliegen oder so? Nein. Was haben wir denn hier? Eine Kassette. Okay. Also unser Inventar füllt sich allmählich. Ah, haben wir da vielleicht irgendwas? Nein. Aber das ist ein christliches Zimmer, deswegen war jetzt auch hier so ein kurzer Flash. Ja, wir sind ja der Sohn des Teufels, wir sollten hier nicht uns länger aufhalten. Gut, jetzt gehe ich nochmal direkt zu dieser blöden Tussi darüber. Ich habe das Brot ja gefunden, jetzt muss ich aber vielleicht irgendwas finden, womit ich das vergiften kann. Aber noch habe ich nichts gefunden. Living Quarters. Vielleicht gibt es hier irgendwo was. Kann man ja nicht wissen. Oh, hier gibt es irgendwann... Was ist das? Horror steht da oben. Okay. Das hilft uns bestimmt nicht weiter. Was gibt es denn hier? Oh, ein Gitarrist. Ein schöner Musiker lebt hier also. Den werde ich nicht antun. Was haben wir hier? Hier haben wir... Auch gar nichts. Okay, also mir hilft das alles gar nicht weiter. Ich müsste vielleicht in die Autogarage schauen. Also in die Garage nochmal rein, vielleicht, wenn ich dann kann. Oder vielleicht die Abführmittel reinschmeißen oder so. Wo zum Teufel ist Jovita? Ich bin hungrig. Aha. Vielleicht muss ich da irgendwann Abführmittel verpassen, dass sie aufs Klo geht. Und dann stirbt im Klo? Nee. Das geht nicht auf hier. Das geht auch nicht auf hier. Okay. Ich
Okay, okay, okay. Also man muss hier schon ein bisschen überlegen, was man hier so macht und wie man die irgendwie ums Leben bringt. Okay, wir haben hier ein Tresor, aber ich habe keine Ahnung, wie da der Code ist. Gibt's hier vielleicht irgendwo. Tut mir leid, mein Junge, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Oh, wir machen morgen Pater. Was Lustiges. Hallo Daddy. Hallo Daddy. Und da liegt irgendwas. Schaut mal. Kann ich das aufheben? Ne, es ist ja nur ein Stift. Okay. Gut. Wo ist denn die Garage vom Daddy? Wartet mal. Ich glaube, ich habe da noch was gesehen, wo ich noch nachschauen könnte. Tut mir leid, Lucius. Ich bin nur ein wenig müde. Oh ja, schon gut. Ah, hier haben wir noch was. Ah, Weinkeller. Wir haben ja so einen Weinkeller und einen Secret Door. Hallo, mein Junge. Hallo, Enkel. Oh, hallo, Onkel. Haben wir hier noch? Was ist das? Fotopapier. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Nee. Okay, okay. Wie töte ich jetzt diese blöde Bitch? Weiß ich doch nicht. Jetzt habe ich hier wieder die Lags, die mir geben, ein bisschen auf den Sack. Okay, da ist also mein Onkel 1 plus 1. Was heißt hier 1 plus 1? Ah, Privatschule. Ja, sehr cool. Eine Privatschule haben wir auch noch. Nice. Das ist nice. Okay, aber all das hilft mir nicht, diese blöde Alte zu töten. Ich muss irgendwas finden, um sie zu vergiften. Mach mal auf hier die Tür. Jetzt gehe ich hier mal runter. Ich weiß nicht, wo es Gift gibt oder was ich, womit ich die vergiften kann. Ich habe keine Ahnung. Hey, wir sind jetzt hier in der Bibliothek. Vielleicht findet sich ja hier irgendwas. Man kann ja nicht wissen, aber ich glaube nicht, dass ich hier in der Bibliothek was finde. Ich werde mal lieber... Ich überziehe auch diesen Part jetzt ein bisschen. Wir sind jetzt eh schon bei der 20. Minute fast. Ich gehe noch zur Garage. Schaue mich dort noch um und dann mal schauen, was dann passiert. Ja, dann muss ich halt einen kurzen Cut machen. Und dann selbst halt ein bisschen schauen, was man so machen könnte. Okay, wir sind jetzt hier beim Hausmädchen. Aha, das heißt hier schon die Wäsche. Aha, den Onkel hat sie sich verliebt. Gut, wir sind jetzt in der Garage. Kassette. Oh, hallo Lucius. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss hier auf deinen Vater warten. Ja, hier. Psst, hör zu. Nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht schön, so ein Strand tolle Musik zu hören. Okay, jetzt schaut er wenigstens weg. Aber es bringt sich ja eh nichts, also... Ich muss Rattengift finden oder irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas zum Vergiften halt eben. Aber ob ich das finde, ist die andere Frage. Oh, wir haben Schlüssel. Cool. Ah, hier geht's noch runter. Was gibt's denn hier unten?
Ah, hier ist der Weinkeller. Ah, das ist eine Latte. 1930, 1860. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Ja gut, Leute, dann würde ich mal sagen, ich mache hier in diesen schönen Weinkeller mal einen kleinen Cut und suche noch irgendeinen Weg, wie ich diese blöde Frau da töte. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich werde jetzt mal einen Weg finden. Ich werde ein bisschen rumsuchen. Und wenn ich dann einen Weg gefunden habe, dann nehme ich wieder weiter auf. Ja? Also bis dann. Tschüss.